Und wieder Bowsers Festung. Und nebenbei wandern meine Augen immer so zwischen meinen Aufnahmeprogrammen hin und her. Also ich habe wirklich keine Lust, was das mir, dass es wieder zwischenzeitlich flöten geht. Aber ja, gut, Berufsrisiko, keine Ahnung. Muss ich mit leben, beziehungsweise muss ich mich irgendwann tatsächlich vielleicht mal nach Alternativen umschauen. Ich weiß es nicht. Prinzipiell funktioniert es ja gut. Also ich bin recht zufrieden mit dem, was ich so mit meinem Programm auf die Beine stellen kann. Und die meisten Leute sind ja auch mehr oder weniger zufrieden mit meinen Videos. Also zumindest an der Qualität habe ich ja mittlerweile was schrauben können, sodass zum einen die Balken weg sind und zum anderen, dass ihr die ganzen Sachen jetzt auch in einer Auflösung von 480p habt. Aber ja, eine Sache, die tatsächlich einfach nur die meisten Leute noch stört, beziehungsweise, naja, einige Leute vielleicht noch stört. Die immer mit Headset anscheinend meine LPs verfolgen, beziehungsweise generell am Rechner sitzen. Die klagen immer darüber, dass meine Stimme nur auf einer Lautsprecherseite praktisch zu hören ist. Und offen gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen, ja, wie ich das beheben kann. Also, ich weiß es nicht. Bei meinem Aufnahmeprogramm, da mische ich einfach die Tonspur dazu, drücke dann auf Bearbeiten und fertig. Und dann macht er mir das so. Ich weiß es selber nicht, warum. Ich finde das auch ziemlich seltsam, genauso wie ihr, aber so unmittelbar ändern kann ich es leider nicht. Und wir bleiben jetzt einfach mal irgendwie Anita. Ups. Anita auf den Fersen. Auch wenn das mit sehr viel Arbeit verbunden ist, aber zumindest sind wir noch auf 2. Sie kann sich jetzt leider ein bisschen absetzen, aber okay. Ups, ganz viele Itemboxen liegen da. Das ist nicht schön. Irgendjemand mit einer Wolke. Okay, und Anita wurde vom Blauen erwischt, oder was war das jetzt? Okay, gut. Nehmen wir das einfach mal so hin. Und nehmen das auch so hin, dass wir diesen roten Panzer jetzt einmal gekonnt mit der Banane abwehren konnten. Gekonnt ist denn gekonnt. Hahaha. Und da sind wir auch schon auf Platz 1 in der letzten Runde. Den grünen Panzer habe ich Gott sei Dank rechtzeitig gesehen. Und jetzt haben wir hier Bollo hinter uns. Upsala. Und da ich sehr viel Wert darauf lege, irgendwie mit meinen guten Platzierungen weiterzumachen, werde ich jetzt einfach mal das ein oder andere Mal backspammen und offensichtlich auch mit mehr oder weniger großem Erfolg. Also, wow. Das läuft ja momentan fast schon wieder zu gut. Das bedeutet, in 80% der Fälle, dass gleich nochmal ein blauer Panzer kommen wird. Hier fahren wir mal nicht innen entlang, aber hier können wir innen ruhig mal alles zulegen. Also fast alles. Eine Banane behalte ich mal. Für hier. Zack. Ups. Und Pilz. Okay, wenn jetzt ein blauer kommen würde, wäre es mir sogar scheißegal. Hahaha. Oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Und schon wieder gewonnen. Hurra. Es ist. Also, naja. Okay, wer ist heute nicht dabei? Tryzer ist nicht dabei, Darkfighter ist nicht dabei. Wer ist noch Unglücksbrote schlechthin? Flo ist meistens auch übel. Maddie ja sowieso. Aber Maddie bin ich auch länger nicht mehr gefahren. Schade, Maddie. Maddie, wir müssen mal wieder miteinander fahren, ja. Wer ist noch nicht dabei? Kommen wir zu spontan auf. Fabian ist nicht dabei. Belassen wir es mal bei diesen Personen, also. Die sind sonst immer dabei und sonst läuft es auch immer scheiße für mich. Also irgendwie, es muss an diesen Leuten liegen, ganz eindeutig. Regenbogenboulevard. Ich bin mal gespannt, ob wir es diesmal hier über diese komische Linie schaffen. Oder ob gleich wieder ein Disconnect ist. Nein, sieht gut aus. Noch sieht's gut aus. Joa. Start frei. Für das Regenbogenspektakel. 100 Kubikzentimeter Herringway gegen den Rest der Welt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das einigermaßen erfolgreich verlaufen wird. Wenn es ungefähr so läuft wie die letzten Rennen, ist gut. Irgendjemand kommt da mit dem Kugelwilli einfach mal so auf Platz 1 geschossen. Nein, doch nicht. Doch, bin ich auf 1. Noch. La la la. Ups. Ja, schöne Bombe. Der will mir da ins Leder. Ich kann es nicht im Einzelnen bestimmen. Der Powerblock war auch schön in der Kurve. Da lohnt es sich durchaus auch mal abzubremsen. Und dann den Abstand auch wieder auf die anderen zu vergrößern. Okay. Aber ich will auch nicht zu lange auf 1 sein, weil dann kommen wieder blaue Panzer und die ärgern mich so dolle. Die sind böse. Blaue Panzer sind echt doof. Ich weiß nicht, warum man sich das. Im Endeffekt ist es ja eine lustige Idee. Ich glaube, die blauen Panzer gab es das erste Mal in Mario Kart 64, oder? Ja, ich glaube schon. Im Endeffekt ist es ja eine lustige Idee, dass man den Erstplatzierten auf so eine gewisse Art und Weise noch ärgern kann, denn seien wir mal ehrlich, in Mario Kart Wii geht es nun mal darum, irgendwie Leute zu ärgern und schadenfroh zu sein.
auf eine gewisse Art und Weise, davon lebt das Spiel so ein bisschen. Aber irgendwie... Nö. Wenn man selber halt Erster ist, dann macht es keinen Spaß. Das ist so... Ja, man muss schon ein sehr ausgeglichener Typ sein, um sich dann tatsächlich noch... Ja, um nichts Schlimmes an einem blauen Panzer finden zu können. Ups. Ups. Okay, ja. Ich habe eigentlich nach oben gedrückt, aber gut. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich bin noch auf 1. Das war knapp. Da liegt eine Banane. Die ist relativ ungünstig platziert. Jetzt hier nochmal durch die Sternenkanone oder Röhre oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Looper des Todes. Roter Panzer des Todes, der mich nicht erwischt. Okay. Aber es wird scharf geschossen. Das gefällt mir nicht. Denn wenn scharf geschossen wird, dann heißt das, dass meine Konkurrenten nah dran sind. Ja. Da sehen wir auch schon. Ups, 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 ups. Ja, da lag noch eine Banane, relativ ungünstig. FR Maxim. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Maxim. Ich würde jetzt einfach mal sagen, du bist Franzose. Und aus diesem Grunde seist du an dieser Stelle einfach mal nicht gegrüßt. Ups. Nein, ich habe nichts gegen Franzosen. Das wäre... Also, ich bitte euch, wer hat schon was gegen Franzosen? Das ist ja... Okay, ganz schwieriges Thema. Nee, ich... Themawechsel. Regenbogenboulevard. Eine sehr schöne Strecke auf, hier, Mario Kart Wii und so. Und das macht sehr viel Spaß, hier zu fahren. Und dieser blaue Panzer ist sehr hilfreich gewesen. Und wenn Mario jetzt noch so beschließt, ein bisschen hinter mir zu bleiben, dann wäre mir das auf eine gewisse Art und Weise sehr recht. Die Kurve habe ich doch... Oh! Boah! Mein Gott! Also, so langsam aber sicher habe ich das Glück für den heutigen Tag aufgebraucht. Blitz, während ich in der Kanone bin. Das ist unfassbar. So. Okay, naja, Mario kann mir den Platz jetzt an der Sonne trotzdem noch streitig machen. Wäre mir in dem Fall aber, glaube ich, fast egal. Weil würde trotzdem noch massig Punkte für mich geben. Jo! Passt! Bin Erster! Hurra! Nach und nach trudeln jetzt die anderen ein. Regenbogenboulevard ist so viele Online-Rennen wie in seinen Namen habe ich noch nie gewonnen. Was ist denn heute los? Heute hätte ich mal Lotto spielen sollen oder so. Verdammt! Aber es ist eh nur 1 Million Jackpot. Also von daher. Ich glaube 20 Millionen oder sowas wurden am Wochenende geknackt. Es ist unfassbar. Wie machen die Leute das? Ja, die gehen einfach Lotto spielen. Ich spiele ja nie Lotto und das ist vermutlich das Problem, warum ich nie im Lotto gewinnen werde, ja. Ich sollte mal damit anfangen irgendwann. Egal, gut, so. 9.338 Punkte, das ist schön. Gut, so kann's weitergehen. Nächstes Rennen, bitte. Einmal staubtrockene Ruinen, kommt sofort. Wer hat es bestellt? Manio hat es bestellt. Ja. Mal gucken, ob ihm dieser Kurs Glück bringen wird. Mal gucken, ob mir dieser Kurs Glück bringen wird. So ein bisschen Wüste, Wüstenrennen, da habe ich ja jetzt irgendwie schon Bock drauf. Und wenn der rote Panzer irgendwo zerschellt, das ist wunderbar. Also heute, ich will es nicht beschreien, weil dann geht es irgendwann schief. Aber momentan gelingt mir echt fast alles. Das ist sehr unheimlich. Ups. Aber na gut, wir lassen uns überraschen, wie es jetzt so weitergehen wird. Ich glaube, allzu lange werde ich jetzt auch gar nicht mehr spielen. Dip, dip, dip. Ups. War dann für den Dienstag... Ja, auch erstmal... Oh, jetzt schon Blitz. Gut, okay. War dann für den Dienstag auch erstmal wieder genug Rennen. Ich glaube, dafür fahre ich dann lieber am Freitag oder Samstag nochmal eine Runde länger mit euch und dann haben... Vielleicht auch wieder ein paar Leute mehr Zeit, beziehungsweise bekommen es dann auch wieder rechtzeitig auf meinem Kanal mit. In dieser Woche ist es relativ praktisch, weil ich relativ wenig zu tun habe. Und der Sprung war jetzt von mir gut. Wow, das war... Es ist wirklich so. Also momentan, es ist irgendwie unheimlich, aber okay, gut. Wir lernen es zu schätzen. Gut, der rote Panzer musste jetzt mal sein. Der hat jetzt nicht wirklich auf mich gewartet oder so, oder? Nee, der muss jetzt irgendwo aufgehalten worden sein. Also, das wäre jetzt sehr seltsam gewesen. Okay, den Pilz können wir noch ganz gut gebrauchen. Vorzugsweise für das hier. Und dann haben wir jetzt Anita hier vorne. Wir nehmen mal hier so die Außenbahn. Ja, da wäre ich jetzt fast reingeknallt. Dip, 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 dip. Ja, noch ein roter. Aha, da ist Manio. Und da ist ein grüner von mir, der an einer Fledermaus zerschellt. Das muss wohl so sein. Ups. Ja. La 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 la.
Wir versuchen uns einigermaßen Mühe zu geben mit dem Fahren. Anita ist gut und flott unterwegs heute. Und den Powerblock konnte ich noch gerade so ausweichen. Da habe ich jetzt extrem lang gezögert, bis ich den Daumen dahin gelegt habe. Zum Digitalkreuz. Aber okay, ist ja nochmal gut gegangen. Und ich glaube, also wieder ganz knapp, aber es könnte Platz 2 sein. Platz 2 ist gut, weil Platz 2 bedeutet wieder Punkte, 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 Punkte. Ja, ich höre schon auf. Es ist egal. Mario Kart, wie sollen nur Spaß machen? Und wer auf Punkte guckt, ist blöd. Blöd. Na und? Bin ich halt blöd, aber ich habe 9.409 Punkte. Okay, so. Nächstes Rennen. Vulkangrollen. Ganz nebenbei könnte ich noch ein paar Worte verlieren zu dem heutigen Anlass, warum ich überhaupt Mario Kart zocke. Das ist, ja, zum einen eben aufgrund der Tatsache begründet, dass ich eben jetzt ein bisschen Zeit habe am Abend. Zum anderen eben wegen meinen 250 Abonnenten. Danke an der Stelle dann übrigens auch nochmal dafür, dass ich jetzt tatsächlich eben 250 Abonnenten habe. Das war jetzt doof, dass irgendjemand auf meiner Banane ausgerutscht ist, weil so hatte ich nichts mehr zum Verteidigen. Ups, ups, ups. Das mag ich aber gar nicht, wenn irgendwelche Leute meinen, mir irgendwelche Bananen vor die Füße werfen zu müssen, beziehungsweise vor die Reifen. So, Blooper des Todes losgeschickt. Und ganz viele Leute haben da so ihre Probleme jetzt mit dem Gucken. Und das finde ich schön. Wenn wir jetzt noch irgendwie einigermaßen wieder so ein bisschen nach vorne kämen, dann wäre das ganz toll. Salve ist hier, ups, fast in Reichweite. Na, den roten spare ich mal lieber noch auf, weil hier im Mittelfeld wird natürlich auch ganz gerne mal irgendwas so random-mäßig hingeschossen. Aha. Aha, aha. Platz 3. Manio bekommt was für ein Item? Er bekommt gar kein Item. Warum sind hier so viele Leute um mich herum? Wir schießen noch runter zum Bus. Dop, dop, dop. Ja, gut, er hat den grünen. Okay, hab's gecheckt. So. Zack. Pilz. Zack. Wenn ich die Abkürzung hier auf Vulkan rollen könnte, dann hätte ich sie vielleicht sogar benutzt. Andererseits ist, glaube ich, 100 CCM, was wir hier fahren, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie da funktioniert. Also von daher, keine Experimente. Ja, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte ein paar Worte noch zu verlieren zu meinen 250 Abonnenten. Fassen wir mal so ein kleines bisschen zusammen. Der Herringway betreibt diesen Videokanal jetzt ungefähr seit Anfang des Jahres so richtig intensiv. Seit Ende Januar, könnte man sagen. Angefangen hat alles mit Video-Reviews. Irgendwann kam eben, ich glaube so ab Juni herum oder so. Oder Mai, Juni, irgendwas in der Art. Kamen dann eben Let's Plays dazu. Und die ganze Sache macht mir bis hierhin eigentlich ziemlich viel Spaß. Und ich hoffe, das wird mir auch noch eine ganze Weile lang Spaß machen und dass ich euch so ein paar kleine Videos eben immer mal wieder präsentieren kann. Und ja, mein Gott, 250 Abonnenten bei jetzt immerhin fast 500 hochgeladenen YouTube-Videos ist prinzipiell ein miserabler Schnitt, könnte man so sagen, für einen Let's Player, oder? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich meine, ich mache ja eigentlich auch kaum Werbung für meinen, beziehungsweise gar keine Werbung für meinen Kanal. Mein Kanal hat jetzt nur 250 Abonnenten aufgrund von Mundpropaganda irgendwie bekommen. Also von daher bin ich schon relativ zufrieden damit. Und es ist ja schon nicht einfach, 250 Leute zu managen, seien wir mal ehrlich, wenn ich allein, ich sag nur FC-Anfragen, es ist ehrlich, ja. Na gut, nächstes Rennen.